mal her, da steht Hebeltechniken. Armbar Passion, oder? Ja, du sagst okay, schon, liebe Zuschauer, bei denen also der Gegner nicht die Möglichkeit hat. Wir müssen aufpassen, dass nicht Leute. Great Fight Night. Deswegen ja. Gibt's da kein Ding. Aber hallo, wir machen mit Armbar. Das ist Jungs, Handy muss rüber, gell? Ja, macht's. Müssen Kamera auch. Nico, mach du Musik. Ja, die Kamera da mal. Du musst Einlaufmusik machen. Ist alles drüben. Mach mal wieder was Gescheites ein. Ofa, mach du schon. Ofa, du weißt du das? Also, dann mach du das. Ene to the cave for the win, sagt er mir. Ene to the cave for the win. Also, Ene ist ein bisschen schwieriger Kandidat heute. Im Semi. Aber 40%, hä? Immer deins, immer dein Schnitt. Ich hab unter der Woche YouTube. Abo. Meres Lidic. Ich glaube, das war man mit Ine Kravatsovic. Ja, gar nicht. Ach, der doch nicht. Bitte weg. Ja, du musst ja schleifen, gell? Ich will dir lesen. Ja, trotzdem. Ja, ja, natürlich. Die Quote für Ine gegen Semmi liegt nicht so gut. Semmi sollte anscheinend bitte ihn tappen lassen. Du bist Kämpfer, ey. Ja, da läuft dir nichts. Ja, okay. Geht schon los. Da läuft dir nichts. Da läuft kein Video. Ja, das ist falsch. Ist ja scheiße, gell? Was hast du falsch? Was vertuschen? Verletzungen. Sonst kriegt der Professor Probleme. Das wollen wir jetzt auch nicht. Was? Der Laft ist ja verletzt, sag einfach, ihr seid von der Treppe runter. Ja, wir sind irgendwie. Gandler gewinnt. Okay, geht schon. Er ist leider retired. Ich lauf schon weiter, das ist bringen bei dir. Gandler gewinnt alles. Max. Der Maxi. Der Maxi. Sag der Maxi. Okay, Jungs. Der Maxi sagt, der Gandler gewinnt. Ich muss einlaufen mit mir. Bin ich dabei? Ich muss jetzt eine Promotion machen. Ich bin ein Kommentator. Bis Lohnfeld, wenn ich mitmache. Nerv nicht. Ablehnen. Kann grad nicht. Die Eier so zart. Er kocht gerade. Zeit, Jungs. Ja, Jungs, auch schon Zeit. Ja, wie geil. Geht schon. Fabio gegen Enid. Fabio gegen Enid. Im Sagen. Ja. Die Eier auf Musik, Fabio Enid. Okay, dabei bin ich Bruce Buffer, okay? Für dabei. Ja, du bist ein Dicker. Du bist gar nicht. Du musst Kamera wechseln, gell? Danke. Keine Ahnung, wie es geht. Hört man uns? Verzögerung. Oha. Ja, doch, man hört uns schon. Verzögerung ist ein bisschen. Aha. Alter, jawohl, jetzt gehen wir. Ja. Okay, hallo. Hier hört geht's los. Hört man uns? Enid, du kommst jetzt rein. Ruhe bitte. Du bist Moderator. Ja. Also der erste Kampf ist zwischen Fabio Steinacher, der steht schon im Ringen, Fabio, und du musst jetzt reingehen. Hä? Sammy, du bist denn nicht. Ja, der ist also ein bisschen verwirrter. Der ist ein bisschen nebenbei. Du musst einlaufen. Ah, der Sammy Meier ist Schiedsrichter, aber der ist ziemlich sicher in unserem Hauptkampf dabei. Enid Kravasovic, der erste Kämpfer, kommt jetzt in den Ring. Ja, die Kamera laggt. Es könnte sich ja bewegen, oder? Stream ist wichtig als Kampf. So, der erste. Hier ist Ine Kovacevic. Später dann im Main-Kampf gegen Sammy Meier. So, der zweite Kämpfer Fabio Steinacher kommt jetzt in den Ring. Und hier ist er. Unser erster Vorkampf zwischen Fabio und Enid. Und los geht der erste Kampf. Die beiden starten sehr aggressiv in den Kampf. Fabio startet sehr, sehr aggressiv, probiert den ersten Takedown und ja, die Takedown-Verteidigung vom Enid ist sehr stark. Let's go, Enid. Enid for the win. Oh. Nächster Takedown-Versuch, aber wieder abgewehrt. Die Quote für Enid ist auch sehr gut, er sollte das Match auch gewinnen. Sehr viele Täuschungen, Flinten. Oh, Clinch, immer wieder in den Clinch, in den Overhand. Und der Takedown von Enid Kravacevic, sehr stark. Oh, jetzt. In die Top Mount. Zwei Positionen gewesen. Oh, und der erste
Oh, das ist eine sehr brenzliche Situation. Er kommt dann immer raus, gell? Ja. Oh, das sieht sehr, sehr verbissen aus. Dennoch kämpft Fabio Steinacher weiter. Das ist Fullguard. Keine Punkte. Enid Kavasovic ist in der Fullguard. Fabio Steinacher wehrt sehr gut ab. Und ist rausgekommen. Fabio Steinacher ist rausgekommen. In den Ring wieder. Ring wieder, Jungs. In den Ring wieder. Aber bleib unten, bleib am Boden. Mach mal in Position weiter. In die BJJ-Stellung. Enid Kavasovic. Du musst Fahrrad machen. Fabio Steinacher probiert. Fabio Steinacher probiert den Takedown, jedoch abgewehrt von Enid. Ich glaube, der Steinacher will einen Suplex. Ja, aber. Ja, bisher sehr stark von Enid. Backmount. Ja, der Kommentar war super. Und Backmount. Hilfe, not good. Schaut, dass es nebenbei Aufnahme startet. Haben wir ja. Die Aufnahme ist. Sammy macht das schon. Kurze technische Probleme. Oh. Unser IT-Fachmann hat das geregelt. Danke. Genau deswegen bist du heute da. Beide außer Atem. So seid ihr in der HTL unterwegs. Das passt schon. Aber welcher hat er? Ja, wir sind Straße. Am Kommentieren. Da fällt sich gar nichts. HTL Innsbruck, sagen wir mal. Na, die hat ja eine Straße. Mit 13 aktive Zuschauer. Aber oh. It's time. Sehr stark. Dennoch. Oh, jetzt ist der Kampf vorbei und Erik Kavasovic hat. Ja! Der Kampf beendet. Und der Schiedsrichter verteilt den Sieg. Sehr stark von Erik Kavasovic. Denner! Ich stelle dir auf ihn. Wer ist jetzt dann? Sehr stark, sehr stark. Wer ist jetzt? Enid Kavasovic, starker Kampf. Aber gut verteidigt vom Steinacher. Man dachte am Anfang nicht, dass er rauskommt. Aber er hat es sehr gut gemacht. Jungs, ihr und Masch. Aber der Kämpfer kommt jetzt hier zu uns. I want to apologize! To absolutely nobody! Das ist so schlimm. Ich wollte es ja mal mitmachen. Ja, das war sehr schlimm. Okay. 14. 14? Die ganze HTL. Andere Straße. Ja, war es in der Ring von mir. Und die haben so eine Religion und dann schauen sie so. Geil. Das sind Jonathan. Das sind die Besten. Der Jonathan. Klar. Joni. Wo ist der Joni? Hallo Joni. Ah, geil. Sehr stark vom Joni. Ja, doch. Das war. Das Ball war kommt in Kürze in den nächsten Kampf. Emit Kasomedov. Ja. Bald ist er nimmer. Emit, Hauptsache Emit. Enid, willst du kurz deinen Zwischenstand sagen, wie der Kampf für die war? Willst du deinen Stand sagen, wie der Kampf für die war? Wie war der Kampf für sie? Dachten sie am Anfang, dass Fabio Steinacher rauskommt? Nein. Hat er gut gemacht. Aber, ich glaube, die Punkte wären knapp geworden, aber dann war die Guillotine am Ende so fest. Kämpfer, Kim schon. So, so knapp kam man nicht raus. Vielen Dank, Enid. Viel Glück für später in meinem Kampf. Der nächste Kampf jetzt. Mohamed Mashadani im Ring. Gegen. Jetzt kommt der nächste. Wer kämpft denn jetzt? Ja, wer wohl? Auch im Main-Kampf später. Der Maya Sammy. Yep. Oh, ja, das ist ein sehr starker Kampf. Das ist ein sehr starker und spannender Kampf wahrscheinlich. Sammy Maya gegen Mohamed Mashadani. Die haben früher immer gekämpft. Es waren immer unentschieden. In der Klasse gab es da schon ab und zu Auseinandersetzungen zwischen den zwei. Die gingen immer sehr, sehr spannend aus. Aber wer gewonnen hat, weiß niemand. Und heute, heute wird entschieden. Heute ist der entscheidende Tag. Mohamed Mashadani!
jetzt etwas ruhig. Vielleicht also die Expertise von den Schiedsrichtern und von dem Kommentator. Oh. Starker Takedown, sehr starker Takedown. Sehr spannender Kampf. Guillotine Versuch von Sammy Meyer. Oh, sehr stark von Sammy. Sehr. Sehr, sehr stark von Sammy. Sehr, sehr stark. Sammy probiert die. Oh. Alter, wer ist denn das? Ein Tiger? Mohamed Mashadani kämpft und kämpft und kämpft. Alter. Sammy, glaube ich, hat ihn sehr, sehr gut. Yeah. Sammy ist sehr stark im Ringen auch. Und im BJJ. Man sieht auch, Masch hält nicht auf zu kämpfen. Masch probiert alles, um rauszukommen. Schafft es nicht. Dennoch bleibt Sammy an seinem Kopf wie ein Tiger an seiner Beute. Eh nicht. Bist weg. Glaub, das Ding der Schiedsrichter steht im Weg. Komplett. Aber der Schiedsrichter hat alles im Blick und alles funktioniert hier mit rechten Dingen. Boah, jetzt. Mashadani will rauskommen. Man sieht langsam, wie er rauskommt. Oh, da hat die Kraft von Sammy Meyer nachgelassen. Vielleicht jetzt eine linke. Boah. Keine Punkte. Oh. Danke. Eine schnelle Top linke. Mount von Mohamed Mashadani. Boah. Ich sehe jetzt nicht genau, ob das schon ein Versuch jetzt ist, um ihn zu finishen. Aber das ist sehr eng verbissen, das Ganze. Oh, Marsch ist sehr ruhig. Man sieht ihn an seiner Körpersprache. Er bleibt sehr ruhig. Er bleibt sehr, sehr ruhig. Macht das sehr gut. Ja, man sieht ja ganz genau, Masch ist ein Kämpfer. Oh, was macht Sammy? Die Augenbrauen offizieren. Was ist der? Man sieht halt auch, Masch und Sammy haben auch einen Gewichtsunterschied. Masch hat ganz eine andere Ausrichtung wie Sammy. Stimmt auch wieder. Sammy ist eher auf Masse, Masch auf Muskeln. Sammy ganz ruhig. Masse ist Macht. Ganz schön dick, der Bruder. Mohamed ist in der Top Mount, dennoch hat Sammy das Ganze Ring. Sehr gut in zurück der Kontrolle. Zurück in den Ring. Aber sehr stark von beiden Kämpfern. Wie ein Hund. Es ist auch ein sehr fairer Kampf. Ich würde auch gerne mal die Meinungen von den Zusehern im Chat lesen. Da liegt ein bisschen besser. Sehr stark von Sammy schon wieder. Sammy blockt alles sehr gut ab. Marsch ist sehr aggressiv. Ich denke, das wird einem noch zum Verhängnis. Oh, jetzt hat er sehr stark von Sammy. Oh. Jetzt hätte ich. Alter! Ja, das ist okay. Jetzt hat er ihn. Alter! Sehr stark von Sammy. Sammy ist egal, ob er im Ring ist oder nicht. Er will am Tappen sehen. Sehr, sehr stark von Sammy. Sammy hat das Ganze unter Kontrolle, aber Marsch probiert alles, um rauszukommen. Das Ganze ist sehr stark und hoher Qualität. Es ist sehr stark, das Ganze. Marsch kommt wieder heraus. Grüß an die 7 Zuschauer. Sammy probiert die Armbar. Oh. Und der Kampf ist vorbei. Sarah Meyer. Go, Sammy. Sammy, das sind die Props für deine Schwester. Also, das wird jetzt vom Schiedsrichter entschieden. Also, Referee Decision. Ihr habt Back und Top gehabt. Also, das war ein sehr starker Kampf. Es werden die Punkte entschieden. Sammy Meyer und Mashadani Mohamed haben sehr, sehr stark gekämpft. Es gibt jetzt eine Referee Decision, aber Tendenz eher zu Sammy. Aber Marsch hat sehr, sehr stark dagegen gehalten. So, dass wir eine unabhängige Abstimmung machen. Das kann man. Ja, passt. Allein aber nichts. Nein. Wir machen so. So ist ganz fair. Mhm. Jeder kriegt jetzt ein kleines Futzel und schreibt entweder M oder S drauf. Okay.
und ihr darfst nicht gegenseitig abreden. Okay, passt. Das ist gut. Das ist, finde ich sehr gut. In Kürze kommt die Entscheidung. Jeder kommt einzeln zu mir. Okay. Das ist mal mit Handzeichen oder so. Nein, das muss schon, das muss ich verkünden. Okay, er muss Kamera umdrehen, oder? Wir ein Ding, haben wir zwei auf einmal. Weil wir doppelt so groß sind wie alle anderen. Eben. Weil wir auf den Laptop mehr erreichen als wir. Ja, manche mit drei. Komm, wir sind die neue UFC. Bisschen mehr krass. Okay, der nächste. Jeder. Ja, gleich. Ja. Das ist ja meine Meinung. Wir machen jetzt gerade über Referee und Zuschauer Decision. Ihr könnt auch gut draufschreiben für unentschieden. Aber dann entscheiden halt die anderen Stimmen. Rein. Also, das ist wie wenn ihr Leo Gras im nächsten Kampf. Ich will das Ganze jetzt geheim halten, aber meiner Meinung nach hat Sammy gewonnen, weil er hat sehr, sehr stark abgewehrt, sehr viele, also sehr oft die Control gehabt. Und ja, es war sehr, aber es war ein sehr ausgeglichener Kampf, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Lass mich hoch. Soll ich auch mal im So, jetzt haben wir abgestimmt. Ich glaube, wir haben kurze technische Probleme gehabt. Der nächste Kampf ist Leo gegen Kasim. Ja. Mhm. Echt? Kasim, bist du bereit? Sehr, sehr spannend. Also, nein, sie möchten keinen. Leo mag keinen. Ja, Leo mag keinen. Kasim mag keinen. Was? Leo mag nicht einlaufen. Wer hat jetzt? Ja, das ist okay. Ja, Sarah, die Verkündung. Jetzt kommt die Entscheidung. Der Ring ist schon wieder aber kaputt. Aber keine Sorge, Sarah, Sammy wird da noch im Main-Kampf gegen ihn nicht kämpfen. Bitte kurz, war IT-Techniker. Ja, und wo ist unser Techniker? Der Ring ist kaputt. Haben wir bitte die Sarah Meyer. Doppelklick, deaktivieren, aktivieren. Passt. Sammy, deine Schwester schaut zu. Ja. Das muss ich zusammenreißen. Dennis hat dich hinzugefügt. Oh. Macht er die Familie stolz. Leo, klatscht ihn. Ja, Leo! Okay, jetzt kommt die Entscheidung. HTL, Grüße gehen raus an die HTL Anno-Straße. Jetzt kommt die Entscheidung. Und die halbe Kruppstein. Jetzt kommt die Entscheidung. Und der Gewinner ist... 7-2. Sammy Meyer! Da merkt man auch die Fairness zwischen den zwei Kämpfern. Das war ein sehr starker Kampf. Sarah Meyer, bist du zufrieden mit der Entscheidung? Der David Steinacher fragt, ob wir da zufrieden sind. Sehr starker Kampf, Sammy. Wo ist mein nächster Gegner? Jungs! So, Jungs, da will ich ein besseres Management. Jetzt ist Leo Kasim. Der dicke Kasim gegen den alten Leo. Der Leo sagt... Ah, will ja nicht. Scheiße. Nach Hilfe. Na Jungs, ich habe ihn am Ende so close gehabt. Der Leo ist aber er ist so ein bisschen geklatscht. Okay. Jungs, der Leo mit der AMS. Wo ist mein Interview? Post-Fight-Interview. Sarah ist sehr zufrieden. So. Und jetzt haben wir einmal da. Ja, ich bin sehr zufrieden. Jetzt ist schon wieder kaputt. Gut. Jungs, ich brauche ein Interview. Ja, Nico, wo bist du? Techniker. Schalte mal aus und rein. Gute Nacht. Sammy hat gewonnen. Geht schon wieder nicht. Nein, auf was müssen wir doppelklicken? Da ganz unten auf Videoaufnahmegerät. Ah. Aktivieren. Sehr stark. Sehr okay. Stark, danke. Sammy, da, du kannst jetzt hertreten. So, Jungs. Am Anfang das erstmal ein großes Lob an Mascha Dani. Ich hab ihn echt gut im Griff gehabt, aber er wollte nicht aufgeben. Er ist ein Löwe, er ist ein Kämpfer. Wo sind die Kommentare? Habe ich die Punkte gewonnen. Ich bin zwar zufrieden, aber das war nicht alles. Nee, Marsch, willst du auch noch? Danke, Sammy, für deine Expertise. Ja. Marsch auch noch. Sehr stark und faire Kampf. Sammy, du auch, oder? Aber das ist alles ein bisschen... Jetzt. Gegen mich, aber... Bitte. Ja, gegen ihn. Mach. Müssen wir mal wieder ein Schäger drücken. Okay, also die Sarah May ist sehr zufrieden mit ihrem Bruder. Und auch angesponsert, Leo Fuchs. Linke Seite 110 Kilo. Kasim Karim. Wollt ihr nicht zum Aufnehmen? Spannendes Duell. Ja, Mann. Aha. Jetzt haben wir einen Riesen gegen einen Sperrkugel. Aber Jungs, geht's mal bitte ein bisschen weg. Es ist übersteuert die ganze Zeit, wenn ihr so da guckt. Du kennst es gerade Deutsch? Schleicht's euch doch. Ich kenn doch her. Ja, du schon. Kasim geht aggressiv rein. Und Leo macht das irgendwie... Der macht einen Shit-Haus-Ding. Leo präsentiert halt natürlich die AOM im AOM-Leibe. Oh, Takedown-Versuch von Leo. Ein Audastico sicher. Und Gaspedal.
Grüße gehen raus an den Grasbäder. Ja, sehr stark. Aber es ist nur ein sehr ruhiger Kampf. Und Leo, seine Kampfhaltung gefällt mir heute gar nicht. Leo hält sie zurück. Leo weiß, was er kann. Und Kasim würde das alles über sein Gewicht machen. Ja. Genau. Jetzt ein Schweizer. Erst seit Guillotine-Versuch. Auf den Boden. Ja, ohne Schupfen bitte. Leo hat einen tiefen Schwerpunkt. Sehr starker Takedown vor ihm. Leo ist in der Leo sehr stark. Kasim macht die Backlava-Rolle. Also man merkt auf jeden Fall, Kasim weiß nicht ganz, was er mit seinem Schwerpunkt macht. Leo nimmt seinen Rücken. Leo hat einen tiefen nicht Schwerpunkt. Hat keinen Hals. Definitiv. Sehr starker Takedown. Jetzt lock ihn anderer an. Oh, Leo. Leo. Der erste Tag! Sehr stark. Der erste Tag des sehr stark. Tages. Na, oder? Fabio hat auch schon tippt. Achso, sorry. Sehr, sehr stark. Wer ist jetzt ich und den? Jetzt passiert. Jetzt ist du gewesen. Schreib mal in den Chat. Und dein Gewinner! Der Leo euch gefallen. Durch Submission, Leo Fuchs! Interview. Leo Fuchs hat den Kampf gewonnen. Wahnsinnig. Leo, gibt's was zum Sagen? Wir laufen aber nicht mehr rein. Anne für Autastik. Okay. Okay, David gegen Fabio. Warum nicht? Passt. La doch, Jungs. Ja. Dann ist jetzt Sammy gegen ihn nicht. Der Kampf des Tages. Passt. Machen wir jetzt meinen Kampf, oder? Leo soll man nicht mehr. Sammy gegen. Oh. Ja, das heißt Fuchs. Der nächste Kampf zwischen Sammy und Enid. Sammy und Enid ist ein sehr, sehr spannender Kampf. Ja, bitte wieder. Also, wer hat bis jetzt alles gewonnen? Der Flo Sammy, schreibt, Leo und wer hat die erste Runde gewonnen? Der Leo ist außer Puste. Pascal Brandauer, Leo und du, AOM. AOM, ja. Wer hat bis jetzt alles gewonnen? Jungs, schaut euch das an, das ist Sieger. Bei der Umfrage. Merkt euch das. Arm-Triangle. Okay. Okay. Arm-Triangle. Eigentlich haben wir bei der AOM angesucht für Sponsoring, aber leider sind die gerade beim Bier trinken. Ja. Sie tun nur Leo. Sind gerade beim Mann oder so. Ich weiß auch nicht ganz. Das Lohnunternehmen muss laufen. Ja. Kampf des Tages. Der Kampf des Tages, ja. Euer Main-Kampf. So, jetzt Leo alle bereit Top vom für den Main-Kampf. Auf der rechten Seite 71 Kilo. Enet Kavasovic. Auf der linken Seite Sammy Meyer mit 81 Kilo. Main-Kampf des Tages. Der Kampf des Tages. Also es ist in den letzten Wochen und der Handshake verweigert. Es ist in den letzten 10 Wochen Kilo Unterschied, 10 Kilogramm. In den letzten Wochen war sehr viel Streit zwischen den beiden. Beide haben bis jetzt einen Kampf gewonnen. Und dieser Streit war auch der Auslöser für die große Hush Fight Night. Jetzt, das heißt, es muss heute ausgetragen werden. Man muss aber definitiv sagen, Sammy ist der Favorit in dem Kampf. Aber wie man im vorherigen Kampf gesehen hat, Enid ist nicht von schlechten Eltern. Sehr starke Abwehr. Sammy hat den Takedown. Dennoch hat Enid sehr, sehr stark abgewehrt und hat ihn gerade unter Kontrolle. Enid versucht hier eine Submission, aber bricht wieder ab. Sammy probiert aufzustehen. Sehr stark, aber das wäre kein Takedown, das sieht schwach aus. Ziehen auf den Boden, das ist ein grausiges Geräusch. Oh, sehr stark vom Enid. Ja, der Schiedsrichter weiß auch nicht ganz, was er da tut. Er hat ihn nicht ganz. Aber wir haben einen außenstehenden Schiedsrichter, der sich definitiv sehr gut auskennt. Sammy struggled. Enid, schlag mal! Und das ist nur Ringen. Leider. Ich war für Boxen gewesen. Der Christian Hofer weiß auch nicht ganz, was er da tut. Nicht, dass sie da um und wieder knockout. Ich sah noch mit knockout. Stark von Enid. Enid hat den Control. Sammy befreit sie. Sehr stark. Die Hand im Gesicht. Oh. Ein Löwe.
Sammy probiert, sein Ziel zu vervollständigen. Hat jetzt eine sehr starke Position, der Enid. Ich will einen Tap. Sammy. Doch, auf dem Kehlkopf, auf dem Kehlkopf. So, dann Manet. Okay. Also es ist definitiv sehr stark verbaden. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich in die Position von Enid gerade begeben wollen würde. Enid hat gerade einen sehr schwachen Fehler gemacht. Das ist nicht gut gewesen. Ich würde mal sagen, bis jetzt kämpft eigentlich nur der Enid. Sammy ist sehr viel am Verteidigen. Ja, aber Sammy hat jetzt wieder die Control. Klar, aber bis zu dem Zeitpunkt... Ja, also bis jetzt ist... Sehr Enid ausgeglichen. Ja. Doch meiner Meinung nach hat der Enid die Nase vorn. Oh, Enid liegt. Enid kann, glaube ich, nicht mehr. Wir achten natürlich darauf, dass die Matten alle zusammenbleiben. Das ist ja keiner wieder. Ja, genau. Und jeder auf der Matte bleiben. Wir machen ja ohne Verletzung hier raus. Sammy geht wieder in die Control. Das wird das jetzt weiter. Das weiter. Was jetzt nicht wieder gemacht? Es ist. Ja. Können Sie nicht nur mal 3 Minuten? Achso, was trinken? Ja, das ist kein Problem. Machen wir weiter. Wenn ihr beide eine zweite Zeit wollt. Wolltest du nur zweite Zeit? Wolltest du noch eine zweite Runde? Wolltest du beide kämpfen, Jungs? Machen wir weiter, bis jemand kämpft. 3 Minuten. Machen wir nochmal 3 Minuten. Nur mal 3 Minuten. Es geht jetzt in die Verlängerung. Es will keiner da Referee Decision, sondern einen Knockout und jemand schlafen sehen. Zuschauer haben nicht das gegeben, was sie aufstehen wollen. Aufstehen. So, Jungs. Schnappt halt den grünen Matten und legt sie mal rum herum. Jungs, wir haben den Zuschauern nicht gegeben, was sie wollten. Deswegen machen wir jetzt eine Verlängerung. Mach nichts. Sammy, gibt's irgendwas zum Sagen bis jetzt? Ja, ich hab Scheiße gemacht. Ja, richtig Scheiße. Er hat gegammelt in den Topmann, hat er dann gegammelt. Ja. War gut, war klar. Okay, Sammy ist bisher nicht zufrieden. Ich bin so doll, da spinn schon wieder. Ja, das passt schon. Deaktivieren und aktivieren. Genau. Genau, und auf okay. Sehr stark. So. Bist du jetzt IT-Techniker? Ich sag nichts zum Kampf. Ich sag nur was am Ende. Ihr werdet sehen. Ja. Gibt's was? Gibt's irgendwas? Na, ich sag alles am Ende. Egal ob ich verliere oder gewinne, es wird ein guter Kampf sein. Inshallah. Jungs, der Ozean ist dunkel. Am Anfang ist der Ozean hell. Da kommen die Sonnenstrahlen noch durch. Aber unten am Boden ist es tiefschwarz. Ja. Warum warst du die ganze Runde am Boden? Deswegen war es so tiefschwarz. Da sieht man jetzt schon sehr stark, wie die Kämpfer Gehirnzellen abbauen. aber das gehört dazu. Bist du nicht so lauschen außen, bitte? Leo, gibt's was für deine Freunde zum Sagen? Also der Basi, der Florian. Bas, Karl, Brand, Leo Gold. Leo Gold, schreibt der Flo. Florian Blank. Hört sich ein UTC bitte G mit meinem Code. Ja. Definitiv. Drei mindestens. Ich grüße meine Oma. Der Sponsor kommt jetzt auch mal da hinten einer. Grüß Casino Innsbruck. Grüß der Kaiser Gym Tirol. 10 Leute. Was sind das für Leute, Alter? Marsch. Wie vielleicht schon zu? 10. Geht's wieder auf eins. Ring? Wir müssen nur einen Kampf durchgehen. Achso, jetzt müssen wir noch einen Kampf machen. Okay. Okay, Sam, bitte wieder in den Ring steigen. Also der Ring wird jetzt nochmal... 28, geht schon. Steig nochmal ein in den Ring. Der Ring wird jetzt nochmal weiter ausgebaut. Von unseren. Sommer. Und. Also. Von unserer Seite kurz losgehen. Aber nur von unserer Gegend. 3 Minuten nochmal. Fight! 3 Minuten los. Nochmal 3 Minuten volle Kampfaktion. Jetzt geht's ab. Man merkt, dass Sammy gewinnen will. Das war's mit dem Krawatzi. Sammy, oh. Krawatzi befreit. Sehr stark rausgekommen. Wenn Enid jetzt tappt, dann bleibt es für immer. Sammy will sehr viele Submissions versuchen. Er will alles verhindern von der Referee-Decision. Jetzt liegen 110 Kilo Kampfgewicht auf Enid. Ich glaube, der Ismail wird verlieren. Die Wampe von Würgel. Geil.
aber es ist sehr stark vor beiden Kämpfen, muss man ganz ehrlich sagen. So laut schnaufen. Ich weiß nicht, ob man das im Mikrofon hört, aber der Sammy, der schnauft oder der nicht, ist sehr, sehr laut. Das ist sehr intensiv, das Ganze. Also man... Enid will nicht aufgeben. Man will ja echt mit dem Titel raus. Lukas Bichler und Boban... Boban, da muss ich leider enttäuschen, Enid wird heute verlieren. Enid liegt gerade seit 30 Sekunden am Boden. Oh, ich hoffe. Aber es will keiner aufgeben. Hey, Schiri! Alter, Schiri! Das war das Billigste, was wir haben können. Prüfen, so eine Schiri. Start mal. Geht schon, da zwei da! Schnell! Das war gerade der Fehler vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht, Alter, Sammy fühlt sich sehr verarscht. Werden die Pfeifen schon wieder eingekauft, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Aber Sammy hat jetzt auf jeden Fall was Punkte zeigen. Geholt. Enid hat mir gestern gesagt, dass er Kaisergym noch war. Und was siehst du was? Sammys Vorbereitung war eine Ganzkörpermassage und Zehenbehandlung. Also, und um Mitternacht mit der Decke kämpfen. Ja. Sammy hat wahrscheinlich zu Hause noch geübt. Jetzt ist es sehr... Enid, seine Vorbereitung ist... Defensiv von beiden, aber Sammy mit dem Angriff... Oh, oi! Beiden. Der Suplex war fast da. Für Suplex, wo lebst du? Fast. Du hast keine Ahnung, was ein Suplex ist. Keine Ahnung, was du das tust. Ja. Oh, die Backmount von Sammy, sehr, sehr stark. Oh. Sammy hat sehr starke Control. Also, ich will mir jetzt nicht entscheiden, aber man sieht, wer da die Überhand hat. Jetzt ist durch, glaube ich. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt ist durch. Jetzt ist durch. Aber er hat den noch nicht. Er hat den nicht. Jetzt schaut Schwab. Jetzt aber Enid hält zu. Enid hält zu. Jetzt sieht man mir zwar Arsch. Bis einer tappt jetzt. Na, Lukas Bicher, Leo Gold, da war es gut ist. Das hat er vor 5 Minuten schon gekriegt. Bis ja einer weh dort, gell? Oh, die nächsten 3 Minuten sind vorbei. Das war's. Wir haben einen klaren Gewinner. Ja, wir haben einen klaren Gewinner. Dann mal wieder also durch das Zwischen. Sehr, 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 sehr stark von die beiden. Sarah Meyer schreibt, oha Leute. Also ich glaube, Sarah, es sieht sehr, sehr gut aus für deinen Bruder. Bist du stolz auf deinen Bruder? Alleine, dass er es so weit geschafft hat. Ja, David Steinacher, jetzt langsam mal, gell? Wo schießen? Und der Krampf des Tages. Der Gewinner vom heutigen Abend ist... Sammy Meyer! Yeah. Die Quote hat so viel gesprochen. Sarah, bist du mal anfeuern? So, jetzt folgen die Interviews. Sammy Meyer, bitte zu uns. Ja. Jetzt Sammy, als momentaner Meister, wir haben sie... Ja. You doubted me. You doubted me. I won this belt. I won this belt. Danke, danke. Enid, wollen Sie noch was sagen zum Kampf? Ja, kurze Analyse zum Kampf. Ja, wait, schnell, Kamera ist. Warte, ich muss. Wir müssen schon machen. Wir haben keine Zeit. Meine Sponsoren müssen mir zahlen. Geht schon. Kurze Analyse zum Kampf. Ich würde sagen, erste Runde habe ich mehr Punkte geholt. Zweite Runde bin ich schlecht reingestartet, habe ihn ziehen lassen. Natürlich unglückliche Entscheidung von Mohamed Mascherani. Aber man kann es nicht übel nehmen, er hat mich schon sehr eng gehabt. Habe aber nicht getappt, weil das ist meine Mentalität. Nochmal Props gehen raus an Sammy. Am Ende hat die Technik gesiegt und ja, ich grüße meine Oma! Danke, Ihnen. Okay, letzter Fight, oder? Ja, und jetzt der letzte Fight des heutigen Tages. Nochmal alles in den Kommentaren geben. Jungs! Jungs, bitte hinsetzen. Weiß nicht, wo ist unsere Regiegruppe zusammenbaut? Liegt bei dir? Kliesig, Boban, was sagt er? Wir müssen mal kurz alles einstellen. Der erste Kampf startet schon. Und wir sind ja immer noch bei der Regie. Aber das haben wir in... 3 Sekunden. Ja, jetzt haben wir es. Perfekt. Jetzt bitte. Sehr stark. Schöner Bro. Da ist schon der erste... Oh, sehr stark von Leo. Leo. Der Leo. Oh, Masch redet während dem Kampf, dass Leo jetzt keine Chance hat. Aber Masch hat ihn umgebracht, oder? Oh! Sehr stark von Leo. Oh,
Alter. Sehr, sehr stark von Leo. Oh, und Masch kommt wieder raus. In den Kampf, in den Kampf. Masch blutet aus der Nase. Oh. Haben den ersten Verletzten. Leo sagt, es ist hascht. Jetzt ist kurze Pause, weil ein Masch aus der Nase blutet. Es war sehr, sehr stark von Leo. Der Lukas Bichler unterstützt natürlich wie immer Leo. Also, alles gut, wir sind jetzt kurz. Da haben wir noch kurz einen Fehler. Upcoming ist jetzt vorbei, das läuft schon das Ganze. Ja, also bisher haben wir da sehr, sehr anspruchsvolle Kämpfe. So, jetzt. Jetzt gerade haben wir eine kurze Pause. Schreibt Kampfkarpfen. Wer ist das wohl? Ja, haben wir wieder ein Rassist. Der Basi schreibt, Leo wird gefoldet. Na, halt. Der Basi hat keine Ahnung, sagt er. Sperrt mal bitte den Kampfkarpfen. Sperren. Ja, das passt schon. Wir brauchen ein bisschen einen Trash-Talk da. Solange keine Beleidigungen Alter, Leo, sind. Leo ist stark, er hat Triangle. Ja, Leo hat sehr stark gemacht bisher. Er hat fast Triangle-Joke gemacht. Und Masch hat seine Favoritenrolle nicht gerecht. Kampfansage von Hofer. Kommt da der nächste Kampf? Hofer zwischen Masch? Sag er? Ja, das lassen wir. Hat er keine Chance, oder? Ist ein bisschen unfair, oder? Bei den Nosenblättern. Schaut jetzt nicht gesund aus, aber. Clemens, würdest du 1-1 gegen Enid gewinnen? Wisst ihr Enid? Wer ist der Clemens? Das weiß ich nicht. Wer ist Clemens? Wer ist Clemens, Enid? Kollege! Er hat gesagt, er würde 1-1 gegen dich gewinnen. Nein, Boba noch gefragt, ob du gegen Clemens gewinnen würdest. Sicher, sagt er. Doctor Decision, es geht weiter. Also. Aufstehen, morgen immer. Kim. Mach deinen Kampf fertig, Leo. Du musst uns jetzt auch heute. Leo, du tust deine ganzen Fans. Du kannst so nicht stehen lassen, Leo. Das ist respektlos gegen Marsch. Oh. Und Leo macht. Er powert sie aus und danach der Gegner geht. Leo macht trotz starker Erschöpfung weiter. Er bringt ihm zum Bluten, ich geh heim jetzt. Marsch muss jetzt voll aggressiv sein. Alles auf eine Karte. Leo müsste jetzt nur mehr verteidigen. Im Prinzip nur mehr weglaufen, damit er gewinnt. Ja. Bitte stur sein, Masch. Masch will gewinnen. Sehr stark vor Leo schon wieder. Leo verteidigt jeden einzelnen Angriff. Dennoch hat Masch einen Zeitdruck. Und der Takedown-Versuch. Leo wehrt sehr, sehr stark ab. Masch ist sehr aggressiv in dem Kampf. Masch, weiß nicht, was der tut. Der taucht. Macht niemals den Araber sauer. Sehr stark von Leo. Sehr, sehr stark von Leo. Was, Hector? Doch. Schaut gut für Leo aus. Quasi sieht's echt nicht geil. Nicht richtig. Takedown-Verteidigung, wenn dann. Beide Flügel haben den Boden nicht berührt. Ja, hat er nicht. Mit einem Aua im Leibe. Das ist gar nichts. Gewinnt der Leo jetzt gegen einen Araber. Ah, ich glaube, das wird er. Geht schon auch im Wurm. Jetzt hat Masch die. Aber es ist sehr stark von Leo zurzeit. Jetzt. Oh, jetzt. Jetzt wendet sich das Blatt. Warum rede ich denn? Ich fürchte euch. Das kann ja gar nichts. Der Kampf ist vorbei. Masch, sehr gut. Leo, bleib. Leo. Jetzt alle nochmal Aua im reinschreiben. So. Gewinner durch. Submission. Mohammad Bashadani! Es war sehr, sehr stark. Das war ein Kampf. Das war Fight Night. Nächste Woche geht's weiter. So. Ja, Marsch, nochmal daher sitzen. Marsch, glücklich. Komm nochmal her, Marsch. Bitte, Marsch. Du auch. Macht's ihm daher, macht's ihm daher. Marsch, schau mal bitte an meine Seite. Für das, dass deine Wettquote so schlecht war, war es extrem ausgeglichen. An meine Seite, Leo. Es war schon ausgeglichen. So, was sagen Sie zu dem Kampf? Also ich finde es extrem schade, dass der Leo so früh aufgegeben hat. Ich bin mir sicher, er hätte noch länger ausgehalten. Leo ist ein starker Kämpfer. Er hat zwar nicht die beste Technik, aber die habe ich auch nicht. Heißt, es war Kraft an Kraft.
Trotzdem bedanke ich mich bei Leo. Leo, dankeschön. Für die Erfahrung. Ich kann noch was sagen. Aber wie gesagt, ich fand es schade. Leo, bitte. Mein Nasen ist zu. Nächste Woche vielleicht was an den Lukas Bichler oder an den Pascal Brandauer sagen. Pascal Hacke, Luki Hacke. Der Daniel liegt leider daheim und rehrt oder so, keine Ahnung. Der Daniel hat leider abgesagt. Nicht in die Schweiz immer. Ja, das ist sehr schade. Darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es ja ist. Ich bedanke bei der Regie auf jeden Fall. Dankeschön für das coole Event. Danke Christian Over, danke Sina Nuslo, danke Fabio Gandler. Danke Semi. Ich habe mich wieder mal gefreut mit dir zu arbeiten. Danke Sinan, ich freue mich. Ja, ich würde sagen, gelungenes Turnier, auch wenn ich nur Champion in Middleweight geworden bin, Welterweight. Egal, Grüße gehen, also Props gehen raus an die Gewinner. Gutes Turnier und Sammy, ich hab dich in Augen. Vielen Dank und bitte habt's da auch Wetten. Ihr grüßt mein Zehner gehen. Ciao.